Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Sprinter Camper. Ich bin Mike und heute geht es im Video Nummer 4 um das Thema Wiegen, TÜV-Termin und Umschreibung zum LKW. Viel Spaß beim Zuschauen. Leider hat sich gestern mein iPhone verabschiedet, mit dem ich bislang meine Filme gedreht, geschnitten und auch hochgeladen habe. Ähm, von daher ist eine ganze Menge Filmmaterial verloren gegangen und ich muss leider ja, ein paar Dinge noch mal neu aufnehmen. Ähm, dennoch wird es, denke ich, eine sehr spannende Geschichte werden, wenn wir heute über das Thema TÜV und ähm, Umschreibung sprechen. Also Herzkranke oder ältere Menschen sollten lieber ausschalten. Ähm, das könnte einfach zu aufregend sein über die Themen, die wir heute sprechen müssen. Wie ihr wisst, will ich am ja ersten Schritt das Fahrzeug erst einmal vom Rettungswagen umschreiben zum ganz normalen LKW, damit ich das Fahrzeug ähm, auch ganz normal im öffentlichen Straßenverkehr wieder bewegen kann und meine Besorgungen, Einkäufe, damit transportieren kann. Ähm, Dafür muss ich ein paar Regeln einhalten, die ich auch mit dem TÜV-Prüfer vorher schon abgesprochen habe. Und das ist auch schon mein erster Tipp für euch. Wenn ihr ein solches Projekt ähm, umsetzen wollt, sucht euch einen TÜV-Prüfer, mit dem ihr dieses Projekt von Anfang bis zum Ende durchzieht und auch besprecht, ähm, damit ihr ganz klare Regeln habt, ähm, was er sehen will und was nicht. Klar, viele Dinge sind äh, im Prüfkatalog festgehalten, die müssen abgehakt werden und fertig. Aber es gibt auch einen gewissen Ermessungsspielraum, den der TÜV-Prüfer hat und für sich als in Ordnung befinden kann oder eben ablehnen muss. Von daher meine dringende Empfehlung, sucht euch vorher einen TÜV-Prüfer, klärt mit ihm das Projekt ab, was ihr gerne machen wollt und äh, sprecht auch nur noch mit ihm über die Umsetzung des Projekts. Mein TÜV-Prüfer zum Beispiel hat in diesem Zusammenhang gewisse Dinge sehen wollen, die ich erledigen muss. Das war zum einen der Ausbau der Blaulichtanlage des äh, Martinshorns, aber eben auch das Entfernen der gelben Reflektorfolie. Das habt ihr in den Videos 2 äh, und 3 bereits sehen können, dass ich das umgesetzt habe. Er wollte aber auch. Dass, wenn es ein Lkw sein soll, eine entsprechende Ladefläche im Fahrzeug vorhanden ist. Das heißt, ich muss die Edelstahl-Hubtisch, aber auch die Sitzmöglichkeiten für die Sanitäter entfernen. Das habe ich ja auch erledigt. Das ist soweit okay. Für ihn war es vollkommen in Ordnung, dass die Schränke, die sich hier an der äh, Trennwand befinden, aber auch hinten in den beiden Ecken, äh, erhalten bleiben. Das ist für ihn vollkommen in Ordnung. Wir haben einfach darüber geredet, dass es ja später mal im zweiten Schritt ein Wohnmobil werden soll und ich gewisse Schränke wieder. Ja, verwenden möchte und für ihn war die Ladefläche, die sich ergeben hat durch den Ausbau der Sitze und der Trage groß genug, dass es ein LKW werden kann. Wichtiger Punkt war aber auch für ihn, dass es eine Trennwand zwischen der Fahrerkabine und des Koffers gibt. Da hat er mich inständig gebeten, die Trennwand drin zu lassen. Das will ich sowieso, von daher waren wir uns da relativ schnell einig. Nach Abarbeitung seiner Punkte, die er gerne sehen möchte, ähm, bin ich also morgens zur Zulassungsstelle gefahren und habe mir ein Fünftageskennzeichen geholt. Damit konnte ich erstmal mit dem Auto zum TÜV. Fahren und seine, seine Abnahme machen lassen. Für die ähm, Zuteilung eines solchen 5-Tages-Kurzzeitkennzeichens braucht ihr gewisse Dinge. Das sind zum einen natürlich euren, euren Personalausweis, den müsst ihr dabei haben, aber auch die Fahrzeugpapiere. Ähm, es muss also der Brief vorgelegt werden und auch eine gültige ähm, TÜV oder Hauptuntersuchung. Das ist ganz wichtig. Ansonsten gibt es diese Kennzeichen nicht. Ihr braucht dazu ebenso noch eine sogenannte EVB, also eine elektronische Versicherungsbestätigung von eurer Versicherung. Das war jetzt gar nicht so einfach, denn ein Einsatzfahrzeug wird nicht von jeder Versicherung ähm, versichert. Meine eigentliche Wunschversicherung, die ich wählen wollte, versichert also keine Einsatzfahrzeuge. Also musste ich mir extra eine suchen, nur um dieses Fünf-Tage-Kennzeichen zu bekommen. Das ist wichtig und solltet ihr euch auch vorher noch mal informieren, von welcher Versicherung ihr eine solche EVB-Nummer bekommen könnt. Ich bin also morgens dann, äh, gleich als so ziemlich der Erste, zum, äh, zur Zulassungsstelle gefahren und habe alle Unterlagen vorgelegt, die für die Zuteilung des Kurzzeitkennzeichens notwendig sind. Das ging noch relativ einfach und schnell. Ich hatte mich ja vorher informiert und auch alles zusammengetragen, was dafür notwendig ist und war noch nicht mal eine halbe Stunde wieder draußen und konnte die Kurzzeitkennzeichen auf meinen Sprinter anbringen und konnte mich auch im zweiten Schritt dann direkt auf den Weg machen zu einem ortsansässigen ja, Entsorgungsbetrieb, ähm, der eine geeichte Waage hat und damit in der Lage ist ein Wiegeprotokoll, ein Wiegeschein zu erstellen. Denn wir wollen ja schließlich bei der TÜV-Abnahme auch das neue Leergewicht ins Fahrzeug, äh, in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen. Denn wir haben ja einiges ausgebaut. Es war das Blaulicht gewesen, das Martinshorn, der Edelstahlhubtisch, die Sitzmöglichkeiten für die Sanitäter. Da kam einiges an Gewicht zusammen, was wir ausgebaut haben und sich dadurch das Leergewicht des Fahrzeugs entsprechend reduziert hat. Und dieses neue Gewicht muss ja in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Und nur eine amtlich anerkannte Waage, also eine geeichte Waage, ist dafür geeignet und wird vom Prüfingenieur anerkannt. Nachdem ich diesen ersten Schritt erledigt habe und äh, feststand, dass mein Fahrzeug äh, Sage und Schreibe 2540 Kilo Leergewicht hat, war ich total glücklich und happy gewesen, denn mein Fahrzeug hat ja ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm. Das heißt, bei einem Leergewicht von etwas über 2,5, also 2540 Kilo, habe ich theoretisch noch eine Zuladung von 960 Kilo. Das ist wiederum für mich zumindest sehr wichtig oder für meine Versicherung, denn die versichert meinen LKW am Ende nur dann, wenn ich nicht mehr als eine Tonne Zuladung habe. Das wäre damit erfüllt und das ist mir echt ein Stein vom Herzen gefallen, als ich vom Gelände gefahren bin und mein lang ersehntes Prüfprotokoll zum Wiegen in der Hand hatte. Ich bin damit dann direkt zum vereinbarten TÜV-Termin gefahren, zum Prüfingenieur. In den alten Bundesländern darf das ja wirklich nur der TÜV machen. In den neuen Bundesländern dürfen solche Umschreibungen ausschließlich nur die DEKRA machen. Also je nachdem, wo ihr wohnt und welche Prüforganisation dann für euch zuständig ist, müsst ihr euch entweder an den TÜV oder eben an die DEKRA wenden. Dort angekommen ging der Termin relativ einfach über die Bühne. Wir hatten ja schließlich vorher einen Termin vereinbart gehabt und auch klare Regeln aufgestellt, was der Prüfingenieur sehen möchte, was für ihn wichtig ist, um eine Umschreibung zum Lkw überhaupt erstmal zuzulassen. Von daher hat er sein Prüfprotokoll abgehakt. Wir konnten nochmal drei Worte miteinander wechseln. Er hat vier Fotos von außen gemacht, zwei Fotos von innen für seine ähm, Datei. Dass er alles ähm, dokumentieren kann und damit war die Sache auch schon erledigt. Er verschwand dann in sein Büro und nach nicht, nach nicht mal zehn Minuten hatte ich meine neuen Papiere abgenommen, ähm, ausgestellt bekommen, habe 122,50 Euro für die Einzelabnahme bezahlt. Bei der Gelegenheit ist auch der LKW von, oder der Transporter von äh, fünf Sitzen auf drei Sitze umgeschrieben worden. War einfach eine gewisse Notwendigkeit, denn er hatte ja bislang vorne in, den, in der Fahrerkabine einen normalen Fahrersitz und einen Einzelbeifahrersitz. Da wir aber zu dritt reisen wollen, war es für mich wichtig, aus diesem Beifahrer-Einzelsitz eine Sitzbank für zwei Personen zu machen. Bislang waren hinten im Koffer drei Sitze für den Sanitäter untergebracht, die habe ich hier alle entfernt und damit wäre es eigentlich nur noch ein Zweisitzer gewesen, wenn ich den einzelnen Beifahrersitz belassen hätte ging aber nicht. Wir wollen ja schließlich zu Dritt reisen, wie ich gerade sagte. Und als ich eben diese Doppelsitzbank eingebaut habe, haben sich eben vorne wieder drei Sitzplätze ergeben und hinten entsprechend gar keiner. Und damit war auch die Umschreibung von fünf auf den drei Sitzer notwendig. Das ist auch eines der Kriterien, dass am Ende auch das Finanzamt den Lkw wirklich als Lkw anerkennt. Denn was ein, wenn ein Lkw mehr als drei Sitzplätze hat, also sprich, auch noch hinten äh, auf der eigentlichen Ladefläche noch Sitzmöglichkeiten hat, kann es eigentlich kein LKW sein und wird von manchen Finanzämtern einfach nicht anerkannt. Ihr müsst also bei der Umschreibung darauf achten, dass ihr zwei, maximal drei Sitzplätze eingetragen habt, wenn es ein LKW sein soll. Sicherlich gibt es auch Wohnmobile, die vier oder fünf Sitzplätze haben. Die haben dann aber auch eine entsprechende. Ähm, äh, Gurtführung und entsprechende Sicherheitseinrichtungen und sind entsprechend auch so anerkannt. Für meinen Zweck aber gar nicht notwendig. Uns reichen ja drei Sitze und von daher war das die einfachste und sicherste Lösung gewesen. Ja, nachdem dieser Termin beim TÜV erledigt war, bin ich direkt zur Zulassungsstelle weitergefahren, habe dort wieder mein Nümmerchen gezogen, war dann nach anderthalb Stunden auch irgendwann das zweite Mal dann an diesem Tag dran. Ja, und konnte meine Umschreibung äh, vornehmen lassen. Hierfür braucht ihr wieder euren Personalausweis, die Fahrzeugpapiere, eine aktuelle TÜV-Bescheinigung, also von der Hauptuntersuchung. Ihr braucht die Unterlagen von der Umschreibung vom ähm, Rettungswagen zum Lkw, die ich ja eben gerade bekommen habe. Und ihr braucht wieder eine EVB-Nummer, also eine elektronische Versicherungsbestätigung, diesmal dann halt eben für die Zulassung zum LKW. Die habe ich ja von meiner eigentlichen Wunschversicherung dann auch vorredig gehabt, so dass dieser Termin auch relativ zügig über die Bühne ging. Ich konnte meine neuen Kennzeichen prägen lassen ja, und habe am Ende jetzt endlich meine LKW-Zulassung. Ja, damit bin ich frohen Mutes mit meinen neuen Kennzeichen und Fahrzeugpapieren nach Hause und alles war gut. Fahrzeug ist jetzt als LKW zugelassen und kann jetzt endlich, und das ist glaube ich auch das lang ersehnte und von euch äh, wissenswerte, was ihr einfach sehen und wissen wollt, ähm, Basis für den Umbau zum Wohnmobil. Also in einem der nächsten Videos, nämlich dem Video Nummer 5, äh, sind wir dann schon, geht es um die Reparatur, die Wiederherstellung des Armaturenbretts. Ihr könnt euch erinnern, da war ja so ein richtig großes Loch drin gewesen für die Kabeldurchführung zur Schaltereinheit. Das werde ich euch im Video 5 zeigen, dass ich das repariert habe und werde mit der restlichen Entkernung des Koffers beginnen, denn hier möchte ich mir ein bisschen mehr Zeit lassen und gewissenhaft arbeiten, denn die Dinge, die ich jetzt ausbaue, möchte ich in irgendeiner Form später wieder... Neu einbauen. Also Schränke, die sich hinten in den Ecken befinden, kann es sein, dass ich die äh, an anderer Stelle im Koffer als Kleiderschrank zum Beispiel wiederverwenden möchte. Oder ich habe oben in der Decke noch dieses komische Paneel, wo eigentlich die, ähm, die Schalter für die Beleuchtung drin sind und auch für das Beatmungsgerät. Die muss natürlich auch noch raus. Oder auch Haltegriffe, damit sich die Sanitäter festhalten können während der Fahrt. Muss alles noch ausgebaut werden. Und Dabei will ich mir ein bisschen Zeit lassen, dass ich da nicht mehr zerstöre, als es nötig ist. Das werde ich dann alles an dem Video Nummer 5 sehen, was dann schon recht bald in Kürze kommen wird. Denn ich komme jetzt ja in die Situation, mit dem zugelassenen Fahrzeug endlich mal wieder fahren zu können, auch Baumärkte besuchen zu können, mir mein Material einkaufen zu können. Ja, von daher wird es im Umbau zum Wohnmobil jetzt nicht mehr allzu lange dauern und wird jetzt nach und nach in gewissen Schritten vorwärts gehen. Das heißt, Einbau der Dachluke, Einbau der Fenster und auch der seitlichen Serviceklappe wird jetzt so nach und nach vonstatten gehen. Die Küche wird langsam entstehen und auch das separate Badezimmer. Dazu wird dann mehr in den Videos Nummer 5 und 6. Also seid gespannt und freut euch drauf. Wenn euch mein Kanal bis dahin gut gefallen hat, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt. Ihr könnt mich gerne auch weiterempfehlen, auch kein Thema. Und ihr findet uns auch seit Neuestem nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Facebook. Also unter dem Suchbegriff Sprinter Camper, also in zwei Worten dargestellt, findet ihr uns sowohl bei YouTube im Kanal als auch auf Facebook. Auf Facebook habt ihr den Vorteil, dass ihr aktuelle, aktuelle Informationen direkt schon nachverfolgen könnt. Denn das Video schneiden und hochladen, wie wir gerade gesehen haben, ne? Handy kaputt gegangen und schon habe ich ein kleines Problem, ähm, wird immer etwas zeitverzögert passieren, als der tatsächliche Baufortschritt im Fahrzeug äh, schon vorhanden ist. Auf Facebook werdet ihr da erheblich aktuellere Informationen bekommen. Also schaut ruhig mal rein, abonniert mich auch gerne da. So ähm, bekommt ihr immer die aktuellsten Informationen. Also bis dahin und wir sehen uns im Video Nummer 5 schon in den nächsten Tagen. Ciao!